liebe Gäste, unsere Musik ist da. Jetzt geht es los. Der Rheingoldsaal der Düsseldorfer Rheinterrassen. Heute die würdige Kulisse für ein ganz besonderes Ereignis. Die 30-Jahr-Feier des Frauenheimatvereins Düsseldorfer Weiter. Es gab ja keine Heimatvereine für Frauen. Einige Frauen hatten sich vielleicht zusammengefunden in den Vororten, aber die waren kein Verein, kein eingetragener Verein. Das war ein lockeres Zusammenkommen. Und ich wollte das dann, als mir bewusst wurde, dass in den Männervereinen die Frauen vielleicht den Kuchen backen durften, den Männer die Hemden bügeln durften, noch nicht mal Schriftführung haben konnten. Da habe ich gedacht, dann muss man den Frauen einen anderen Boden geben. Dass dieser Boden für die Frauen fruchtbar war, beweist das nunmehr 30-jährige Bestehen und die zahlreiche Unterstützung. Neben namhaften Sponsoren, Gönnern und Freunden ist auch die Politik auf der Seite der Weiter. Daher reiht sich neben Oberbürgermeister Erwin auch Regierungspräsident Büssow gern in die Reihe der Gratulanten ein. Die Satzung offenbart, dass die Düsseldorfer Weiter nicht bloß irgendein Heimatverein sind. Die eben genannten Ziele weisen eine große Schnittmenge zu den Satzungszielen der Düsseldorfer Jungs auf. Und als die Düsseldorfer Jungs 75-Jähriges feierten, hatte ich angeregt, man könnte ja auch irgendwann mal Frauen aufnehmen. Das ist nicht gut angekommen, ja? Muss ich ehrlich sagen. Aber man kann jetzt ergänzend sagen, seit 1978 ist es auch nicht mehr nötig. Genau. Der alte Bas Nölke, der hat gesagt, wenn du erst mal 7 Frauen hast, dann kannst du einen Verein gründen, dann wird das was. Ne? Und dann war das natürlich toll. Beim ersten Abend 22 Frauen, am zweiten Abend 37 und beim dritten Mal waren es dann 57 Frauen. Ne? Das war schon, der Bedarf war eigentlich da. Ne? Als Heimatverein der Brauchpflege verschrieben, darf natürlich auch der Ausdruck rheinischen Frohsinns schlechthin nicht fehlen. Der Karneval. Und so feiern die Weiter traditionell am Aschermittwoch das Hoppeditz-Verbrennen im Stadtmuseum. Die unehelichen Kinder und die vielen Geliebten, Sie sehen das ja hier im Saal, die kommen heute alle trauern. Und ich als Witwe muss mir das mit ansehen, wie viele Geliebte der gehabt hat. Es ist traurig und dafür muss der heute büßen. Und ab morgen beginnt die Fastenzeit. Und er darf dann wieder am 11.11. auferstehen. Ich kenne keinen besseren Helfer als dich. Lieber Hoppeditz, jetzt kommt er mal Jetzt müssen wir uns schon wieder trennen. Die Zeit mit dir war kurz, aber in deiner Begleitung fühlten wir uns wohl. Darin sagen wir dir Danke und Tschüss, wenn wir es auch nicht gerne machen. Seit Anfang der 1980er Jahre laden 3 Organisatoren im Turnus zum Verbrennen der Jecken-Symbolfigur ein. Die Düsseldorfer Weiter, die Spießratze und das Narrenkollegium. Dieses Jahr sind die Weiter die Ausrichter und mimen die trauernde Gästeschar par excellence.
Der Trauerzug mit Pastörchen und Messdiener, selbstverständlich echte Weiter, macht sich nun unter großer Anteilnahme auf den Weg in den Rosengarten hinter dem Stadtmuseum, zur vorerst letzten Ruhestätte des Hoppetitz. Seine Verbrennung markiert das Ende der Karnevalszeit. Nach angebrachter Trauerzeit wird er jedoch am 11.11. wieder auferstehen und die nächste Session eröffnen. Der Name des armen Sündenbocks leitet sich wahrscheinlich von Hoppe, Hüpfen und Ditz, Knirps oder Kind ab. Auf ihn werden alle Sünden der Karnevalstage abgeladen. Und dafür muss der Hoppeditz in Gestalt einer Puppe büßen. Er war gerade 3 Monate alt. Schlaf gut, Hoppeditz, denn müd sind deine Glieder und komm am 11.11. wieder. Nun, Hoppeditz, ist alles klar. Tschüss, helau, bis nächstes Jahr. Das Hoppeditz-Verbrennen ist ein wahrer Publikumsmagnet. Selbst die Kindergärten wohnen jedes Jahr dem traurig-närrischen Treiben bei. Das ist lebendige Brauchpflege im Sinne der Düsseldorfer Weiter. Früher ging in Düsseldorf an Aschermittwoch ein Fackelzug zum Karlsplatz. Die Narren trugen zum Zeichen der Trauer ihre Mäntel gewendet, also mit dem Futter nach außen. Der Hoppeditz wurde mit wehmütigen Abschiedsworten auf einem Scheiterhaufen verbrannt. Anschließend ertränkten die Karnevalisten ihren Kummer in den umliegenden Gaststätten. Inzwischen pflegen nicht nur die Weiter, sondern auch viele andere Düsseldorfer Karnevalsvereine den Brauch, das Hoppeditz-Verbrennen mit einem Fischessen zu beschließen. Das Fischessen an Aschermittwoch galt ursprünglich als ein symbolisches Zeichen für den Beginn der Fastenzeit. Ein Blick auf heutige Speisekarten zeigt, dass sich das Fischessen zu einem geselligen Schmausen entwickelt hat. Statt dem trögen Stockfisch reicht man meist rheinischen Heringsstipp, aber auch opulentere Mahlzeiten. Also, liebe Weiter, liebe Gäste und vor allen Dingen, liebe Presse, wir freuen uns, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Und heute startet unsere Putzaktion. Wir fangen an mit unserem Monument. Das ist das Monument Anna Maria Luisa Medici. Das hat der Heimatverein der Stadt Düsseldorf zur 700-Jahr-Feier geschenkt. Neben medienträchtigen Großveranstaltungen liegt den Weitern vor allem ihre Stadt am Herzen. Und so sind sie sich nicht zu schade, Denkmalpflege ganz wörtlich zu nehmen. Unter dem Motto »Vereint schrubbt der Verein« schrubben die Weiter somit seit über 20 Jahren den Denkmälern im Rosengarten den Schmutz aus den Ritzen. Zu 2 Monumenten jedoch haben die Weiter einen besonderen Bezug. Anna Maria Luisa Medici und Johanna Ay zieren die Medaillen des Vereins.
Damit ehren die Weiter Personen, Männer und Frauen, die sich um die Stadtgeschichte verdient gemacht haben. Wie auch die beiden Medaillenvorbilder. Ja, wunderbar. So ist das für da. Das war schön. Das Bild der Mutter Ei, die sich in Düsseldorf für notleidende Künstler eingesetzt hat und hat denen auch zum Teil Unterkunft gewährt, hat von ihnen Bilder abgekauft, damit die Künstler was zu essen hatten. Das war ja zu der Zeit, wo Mutter Ei hier das, so ein kleines Lokal hatte, ja sehr notwendig. Und ja, und dadurch hat sie sich hier in Düsseldorf eben unter den Künstlern einen großen Namen gemacht. Doch auch Männer wie Ferdinand Lassalle werden von den Weitern geehrt. Fast 200 Frauen sind heute Mitglied bei den Düsseldorfer Weitern. Der Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Düsseldorfer Stadtgeschichte, Feste, Gebräuche und Mundart zu pflegen und aktiv am Düsseldorfer Leben teilzunehmen. Monatlich treffen sich die Frauen zu stadthistorischen und politischen Vorträgen, unternehmen gemeinsame Ausflüge und engagieren sich wohltätig. Zu diesen eher stillen Tätigkeiten gehört auch das Sommerfest. Mit dessen Erlös fördern sie Vorhaben des Stadtmuseums. Auch unterstützen sie mit Tombolas und Trödelmärkten Projekte der Jugendhilfe und hilfebedürftige Privatpersonen. Jedoch nur Kinder und Frauen. Schließlich sind sie ein Heimatverein von Frauen für Frauen. Genau, wo will man dann hin, wenn man immer in einen Verein kommt, wo nur Ehepaare sind? Und plötzlich ist man alleine. Was macht man dann? Dann fühlt man sich erstmal etwas ausgegrenzt. Und so finde ich, wenn ich in einem Verein bin, wo nur Frauen sind, fühle ich mich wohler. Ich kann jetzt nicht mitstehen, ich bin noch verheiratet. Aber ich denke mir nur so, weil wir sehr viele alleinstehende Frauen haben. Kinder sind eine wichtige Zielgruppe für den Verein. Denn das Durchschnittsalter liegt mittlerweile bei ca. 60 bis 65 Jahren und wird noch weiter steigen. Denn engagierter Nachwuchs ist rar. Viele junge Frauen wollen sich neben Kindern und Beruf nicht noch zusätzlich belasten. Und so versuchen die Weiter mit Angeboten für Kinder, Heimat und Brauchpflege schmackhaft zu machen. Denn früh übt sich, wer ein Düsseldorfer Weit werden will. Sich unter sich, habe ich nichts mit zu tun. Nur wenn irgendwie was zu helfen ist, wie hier zum Beispiel, das können ja auch nicht alle tragen, was hier alles anfällt. Und dann helfen wir natürlich mit, holen sie abends auch ab, wenn es spät wird. Mit Männern zusammen feiern wir, die Männer sind herzlich eingeladen bei Feiern oder so, herzlich, aber so das Vereinsleben findet ausschließlich unter Frauen statt. Und das soll es bleiben. Damit es tatsächlich so bleibt, haben die Weiter eine unmissverständliche Vorkehrung getroffen. Ihr Vereinsname schließt Männer einfach aus. Denn ein Weit ist mundartlich gesprochen und heißt Maid, also Mädchen. Eine temporäre Zusammenarbeit mit Männern ist jedoch im Sinne der guten Sache, der Heimatpflege, durchaus erwünscht. So gehören die Weiter verschiedenen Bündnissen an, wie der Aktionsgemeinschaft Düsseldorfer Heimat- und Bürgervereine. Laternenumzüge an St. Martin sind im Rheinland heute weit verbreitet. Sie begannen jedoch in Düsseldorf in den 1880er Jahren. Seitdem gehen Gruppen von Kindergarten- und Schulkindern mit ihren Fackeln und meist selbst gebastelten Laternen singend durch die Straßen. Im Mittelpunkt des Zuges steht die nachgespielte Mantelteilung, die auf eine Legende aus dem Leben des heiligen Martin zurückgeht. Ein Bettler steht in der frostigen Nacht am Wegesrand.
St. Martin kommt als Soldat hoch zu Ross daher, um den wärmenden Umhang mit ihm zu teilen. Nach dem Martinsumzug gehen die Kinder einer Gerresheimer Grundschule zur Martinsfeier der Weiter in das Stadtmuseum. Jedes Jahr lädt der Verein eine andere Schule ein, das Programm mitzugestalten. Feiern die Düsseldorfer Weiter mit Kindern, Freunden und Gästen das Martinsfest hier im Stadtmuseum Düsseldorf. Die Kinder haben extra für das Fest Düsseldorfer Mundart gelernt. Die Vereinsgrundsätze sehr lebendig und kindgerecht nahegebracht. Immer wieder eine Freude zu sehen, auch wie gerne die Kinder mitmachen. Und man konnte an den einzelnen Kindern schon die Begeisterung erkennen, wie sie mit ihrer Fantasie dann auch spielen und mitmachen. Und das ist das Schöne, wenn wir Brauchtum erhalten wollen, dann muss es vom Herzen kommen. Dann muss es von innen herauskommen, um dann mitzumachen. Dann geben sie es auch ihren Kindern weiter. Was wäre St. Martin ohne Süßigkeiten? So ziehen die Kinder später von Haus zu Haus, um Leckereien zu sammeln. Um dieses Grippschen geht es auch in den Mundartversen der Kinder. Der Grippsche Büdel, was soll ich euch sagen? Er ist so eselvoll, man kann ihn kaum tragen. Kaffesatt, geht eure Pens in den Betten rein und denkt sich, St. Mätes können ruhig öfter sein. Viel Vergnügen beim Grübchen. Und wisst ihr mal, was man da singt? Prima nix vom Mädelsmann, Schlammer in die Kokosfang. Hier wohnt ein reicher Mann, der uns vieles geben kann. Dass die Weiter das Brauchleben derart mitprägen, ist vor allem dem Engagement der Gründungsmitglieder und des Vorstands zu verdanken. Daher gebührt ihnen beim Festjubiläum besondere Ehre. Wir gratulieren euch herzlich und danken dir, Ruth, als Initiatorin für die Gründung eines Vereins für Frauen in Düsseldorf. Symbolträchtig in den Stadtfarben Rot und Weiß bereichern die Weiter das Düsseldorfer Leben. Sie sind das Tüppelche ob dem I ihrer Heimatstadt.